Hallo und willkommen, liebe Tenos. Es geht heute um ein Guide um unser Slinty-Land. Ja, unaussprechliches Wort schon mal. Damit geht's los. Und zwar ist das wirklich eine seltene Ressource, die in Isolationsgewölbe bauen, die so unter der Kambion-Drift gefunden wird. Es kommt in der Regel in Mengen von 1 bis 2 Stück vor. Da ist wirklich hilfreich, erstmal, wenn man das Ganze im großen Stil farmen will, einen Booster zu nehmen. Der wiederum ist allerdings nicht immer funktionsfähig, denn es gab auch die Möglichkeit, dass es über die verschiedenen Updates hinweg mal ja, mal nein ausging. Das heißt, könnt ihr gerne probieren, wenn ihr mal ein Wochenende drin habt, wo dann zufällig ein Booster dabei ist. Ansonsten, wo müssen wir erstmal hin? Und zwar, wir müssen als allererstes zum Nekralisten. Der Erwerb ist dann wie folgt. Wir haben die seltene Belohnung von T1 Bounties und Kopfgelder von Mutter. Gemeinsame Belohnung von T2 Bounties. Gemeinsam ist natürlich mal gut, gerade wenn man in einer Gruppe ist, bekommt man dann so oder so, auch wenn man sie einsammelt, dann das mit Tropfen von feindlichen Necramex. Ja, das ist auch die bisher eigentlich größte Chance darauf, aber das ist nicht alles. Und die Bots müssen natürlich in Isolationsgewölbeaufträgen drin sein. Also da habt ihr dann eine große Chance, dass mit denen im Isolationsgewölbeaufträgen da vorkommt. So. Dann haben wir bei Gomati die 3 Aufträge für Isolationsgewölbe Stufe 1, 2 und 3. Unser Material kann auch als in Isolationsgewölbe vorkommen als schwimmende Einheiten, die abgeholt werden können. Darauf haben wir es abgesehen, wenn wir es am Ende farmen wollen. Wie, welche Mengen können wir da ungefähr so zusammenkriegen? Also ich sag mal, mit dem Booster könnte man, wenn man wirklich aggressiv hintereinander weg das Ganze macht, bis maximal ca. 30 Stunden die Stunde bekommen. Also ohne Booster eher 15, aber das klingt schon mal gut. Ansonsten wird das Material ja zum Glück nur hierfür verwendet, auf dem Planeten hauptsächlich für die Herstellung von verschiedenen Waffen. Welche Mission werden wir denn machen? Wir nehmen nämlich Isolationsgewölbe Stufe 1. Warum? Weil schon mal in den seltenen Belohnungen nämlich das Ganze auch vorkommen kann. Selten, ja, jeder Tenno kennt, das Wort selten ist kein gutes Wort, aber es ist damit immer noch definitiv besser als in den anderen Isolationsgewölbeaufträgen. Hier ist es nämlich definitiv nicht so gut vertreten. Der Auftrag hat Level 30 bis 40er Gegner und dann haben wir da auch keinen Stress, das Ganze dann da fertig zu machen. So, dann müssen wir eigentlich nur den Auftrag annehmen, einmal lossausen, einmal fertig machen. Der Planet lässt ja hier mit seiner schönen Silikantkugel auch schon darauf schätzen und tippen, dass es hier wirklich dann wirklich um unser Material geht und sich handelt. Wir werden da erstmal reingehen in die Mission und erstmal ein bisschen was fertig machen. So, dann den Vorteil der Mission fertig machen und dann wird unser großer Bot nämlich schon markiert und angezeigt. Den müssen wir erst einmal besiegen. Naja, zumindest bietet der uns schon mal die großartige Chance auf unser Material, das dann zu bekommen. Er hat es natürlich nicht immer unbedingt drin, aber teilweise, wie gesagt, ihr habt die besten Chancen hier darauf, das Ganze dann auch zu bekommen. Da haben wir sie auch schon. Es dauert nur ein wenig. So, und dann müssen wir natürlich in der Mission auch in alle Richtungen schauen, denn ups, auch wenn teilweise rankommen, echt ein bisschen schwierig ist. Wir haben ein schwebendes Material, was wir hier suchen. Also ihr müsst euch definitiv ordentlich umgucken. Dann gehen wir unsere erste Runde abgeben und wir haben immerhin 4 Stück, also diese 2 bekommen und durch den Booster dann halt auf 4 hochgepusht. Das Ganze geht also schon und lohnt sich auch in einer Viertelstunde hier definitiv. Aber gucken wir mal, wir finden bestimmt noch eine bessere Runde. Und dann machen wir noch eine zweite Runde und unser schwebendes Material bietet auch hier wieder die besten Möglichkeiten. Dann schauen wir uns einfach nach Abschluss der Mission dann auch gerne nochmal um in den Räumlichkeiten. Ach, und da oben haben wir schon das nächste. Oh, wie soll man denn da nun wieder rankommen? Da hilft uns ja nicht mal hier ein Doppelsprung wirklich weiter. Das Slintigant ist
liegt ja wirklich manchmal an seltsamen Orten und das wird es nicht gleich sehen. Aber keins geht vorbei, wir schnappen es uns. So, dann auch immer schön, da oben haben wir den Kreischer. Ja, wenn diese Kreischgeräusche vorkommen, dann ist das für uns auf unserer Lindy-Landsuche hier definitiv ein gutes Highlight. Das heißt nämlich, es wird unser Material ein bisschen verschieben an den Orten quasi und dadurch einfach wegtreiben. Das Ganze ist nicht immer da und funktioniert auch nicht immer so, aber es lohnt sich definitiv, wenn wir also Glück haben, am Ende der Mission einfach mal drauf zu achten, wenn dieses Geräusch dann vorkommt, dann hier einfach mal umzuschauen. So, und dann müssen wir eigentlich alles abgrasen, in jeder Ecke nochmal vernünftig nachschauen und dann werden wir nämlich auch garantiert noch ein bisschen was von unserem Material finden. Die kompletten Gänge alles abgegrast und schaut, das lohnt sich definitiv, gleich zwei Stück. Wie gesagt, durch die Schweber-Kreischer nannten wir sie, geht das Ganze dann wirklich, da ist er nochmal. Die treiben hier wirklich unser Slindyland dann wirklich ein bisschen durch die Gegend und wir können es definitiv gut sammeln und das lohnt sich definitiv. So, und zu guter Letzt müssen wir da natürlich in unserer Mission nur noch abgeben und dann, ich glaube 10 Stück waren es gewesen, haben wir jetzt hier 10 Stück in relativ kurzer Zeit dann doch zusammenbekommen. Wenn man die Tipps hier gern annimmt und dann auch versucht umzusetzen, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig auch ist auf der Suche und sich ordentlich umschaut, dann wird man 10 Stück bekommen. Leute, ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen, Slindyland dann in reichlichen Mengen zu bekommen. So viel wird im Spiel nicht gebraucht, um die 60, dann lasst gerne mal ein Like da oder abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen, euer Remi. Und nicht vergessen, hier drüben gibt es die Aufträge bei Gomarituin.